Peng. Okay, ich mache hier doch einen Speicherstand. Jetzt schaffe ich es jetzt, dann kann ich sagen, ich habe es geschafft, ansonsten nicht. Aber bis hier schaffe ich es im Normalfall. Also in 2 von 20 Fällen, das heißt, es ist tatsächlich machbar. Aber das ist echt unfair hier. Manchmal springt er hoch ab, manchmal nicht, wie er gerade Bock hat. Und dann, wenn er hoch abspringt, dann springt er zu weit. Okay, das war schon wieder zu weit. Und das war nicht hoch abgesprungen. Okay. Ich wollte es euch beweisen, dass ich es kann. Und ich muss euch leider beweisen, dass ich es nicht kann. Auch ein schöner Beweis. Hauptsache, ich habe was bewiesen. Ja, ich beweise, dass ich diesem LP nicht würdig bin. Oh Gott, nein. Fink. Okay, was kommt jetzt wieder für ein Scheiß? Vorletztes Level. Und danach nur noch eine Burg. Also das ist das letzte Normalo-Level. Normalo? Okay. F2. Ja. Na ja. Oh Gott. Nein. Nee. Leck mich. Ja, ich hab's drauf. Nein. Ich hab's doch nicht drauf. Okay. Na gut, das habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrmals erfahren, dass es nicht so ist. Okay. Und jetzt schon wieder so ein Spaß. Okay, das ging. Das ging auch. Nein, wieso kommt der jetzt nochmal raus? Der sollte normalerweise nicht rauskommen. Nein. Nein, das darfst du nicht. Ja, du springst natürlich, du kleiner Wichslappen. Ich finde, die Viecher sind viel gefährlicher als Bowser selbst mit seinem Scheiß. Also diese Endbosse, die sind halb so schlimm wie diese dreckigen normalen Hammerwerfer. Okay. Ja, okay. Wow, oh, ich wollte gerade springen. Oh, was ein Wichser. Und dann habe ich halt den Sprungknopf doch zurückgelassen, weil er geschossen hat. Und dann habe ich gemerkt, okay. Ja. Bums. Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt gleich, dass hier gleich das Ziel kommt. Ja. Und dass ich hier Anlauf haben muss, genau. Na gut, okay. Also bei den letzten Level waren schon wieder sowas von... Nee, das ist theoretisch eigentlich schon machbar, ne? Okay, jetzt kommt wieder ein Level, das absolut nicht machbar ist. Okay, ein Rätselschloss, wie ich schon sehe. Oh, meine Fresse. Okay. Ja, jetzt geht's wieder so los. Oh Gott, jetzt geht's wieder so los. Na, klasse. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin in den Schlund des Todes gelaufen. Komm, machen wir den noch irgendwie weg. Geht das? Ja, ich habe ihn weg. Okay. Das ist doch schon mal super. Na komm. Oh. Ja, das habe ich jetzt nicht geahnt. Dann können wir gleich nutzen für diese Stelle hier. Weil diese Stelle werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Oh. Oh. Spring. Komm, Podobo. Heißen die Dinger wohl irgendwie. Keine Ahnung. Okay. Dann wollen wir als erstes mal diesen Pilz holen. Dann stellen wir uns hier hin und speichern nochmal. Gib mir ein Ticket vor ein Podobo. Okay. Ja, genau. Genau, egal. Ich halte sowieso nichts davon, groß zu sein. Ursalala, ficken! Was? Mann, jetzt komm her. Ja, weil er nicht anhalten kann, weil er es einfach nicht will, weil er es einfach nicht braucht, weil er einfach denkt, nein. Wie kann ich meinen Spieler jetzt mal so richtig schön ärgern? Indem ich einfach mich asozial verhalte. Ja, egal, jetzt speichere ich hier. Es muss machbar sein, komm. Und jetzt. Ah, zuck. Rumzuck, rumzuck, rumzucker. Nein. Rumzucker, nein. Zuckerrohr. Ja, Zuckerrohr. Hier, ich hab's geschafft. Ich bin da drauf. Oh Gott, nein. Das ist ja fast schon krass. Oh Gott, nein. Muss ich doch da rein? Ja, warum ich das jetzt so stylisch gemacht habe, keine Ahnung. Es war eigentlich gar keine Absicht. Das schaffe ich aber nie. Oh Gott, das schaffe ich doch.
Oh Gott, ich kann jetzt gar nicht speichern, weil ich keine Hand frei habe. Jetzt aber. Schön. Nice. Oh Gott. Und jetzt hier rein. Okay. Speicherstand und... Ah, ja. Hammerwerfer. Oh Gott. Okay, er springt nicht. Schön. Er möchte nicht springen. Gut. Er will nicht springen. Nein, er möchte lieber Wind haben. Er möchte Wind. Okay, er möchte Wind. Er möchte Wind. Oh Gott, er möchte Wind. Okay, er möchte sterben. Okay. Okay, wieso bin ich gesprungen? Ich hätte einfach drunter durchlaufen können. Laufen und weiter. Und hüpfen. Okay. Einfach durchlaufen, das geht dann. Okay, und wieder speichern. Bonusrunde, na klasse. Also Bonusrunden sind ja eigentlich keine echten Bonusrunden. Normalerweise sind es einfach nur Runden um... Als wenn das Spiel irgendwie einen Sinn hätte. Okay, ein Bowser. Anscheinend wieder so ein Zwischenbowser. Ja, kein echter. Also, Nummer 1. Mal gucken, wir kommen ja mehr. Ich habe, glaube ich, irgendwas gelesen, dass da irgendwie... Oh, ich habe überlebt, okay. Ich habe gedacht, ich wäre tot. Ich wollte gerade schon laden. Aber irgendwie ist nichts gekommen. Jetzt geht es erstmal wieder ein Pilz. Sollte es tatsächlich möglich sein, dass dieses Let's Play ein Ende finden kann? Die Alte sollte ich jetzt nicht nur küssen, ey. Die kann jetzt erstmal gepflegt einblasen, zwar jeden Tag deines restlichen Lebens, aber dafür auf jeden Fall, ey. Wow! Safe and great! Safe and great! Let's Play vorbei! Ende. So. Liebe Gemeinde, ich habe dieses Let's Play durchgespielt. So wie es von vielen erwünscht war und auch wenn es meine nervliche Strangulierbarkeit sehr, sehr gefordert hat. Und ich muss jetzt echt dazu sagen, ja, schönes Spiel. Das werde ich definitiv niemals wieder anfassen. Dieses Spiel ist einfach nicht das, was ich in einem normalen Spiel verstehe. Gut, ich weiß, es gibt einige Spiele, die noch... die auch ziemlich unfair sind und so eine Ninja-Gaiden-Spiele oder sowas. Aber wo es tatsächlich Leute gibt, die es geschafft haben. Tatsächlich, sollte das jemand geschafft haben, mal wirklich fair durchzuspielen. Jetzt ernsthaft, mit bis D4. Lieber Freund, zeige mir das. Nimm es auf, zeig es mir und ich werde dich höchst offiziell für völlig bescheuert erklären, okay? Was gibt's noch zu sagen? Ich werde mal gucken, dass ich dann mein Bild, wenn es fertig ist, hier auf groß mache. Was gibt's noch zu sagen? Ach ja, wenn jetzt hier sowieso alle zugucken, da es das letzte Let's Play ist und dann gucken mal alle, haha, Finale, juhu. Mach ich mal gleich Werbung. Ich möchte einen Let's Player hervorheben, der einfach viel zu wenig Abonnenten hat und ich eigentlich gut finde und die, wo ich es überhaupt nicht verstehe. Das ist der Vultus. Guckt euch den mal an, ich werde den Link wahrscheinlich verlinken oder einfach mal hier so ein Bild reinplatschen oder sowas mit Link. Guckt euch den mal an, der macht gerade Secret of Evermore ein unheimlich gutes Let's Play von diesem Spiel und das, denke ich mal, auf jeden Fall Sinn hat, es auch nochmal zu machen, weil er es einfach richtig, richtig gut macht und ich ihn einfach sehr gerne gucke. Also bitte, klickt doch mal drauf und danke, für dass ihr hier zugeguckt habt und ciao, ciao, euer Igel.